Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Und herzlich willkommen zu einem ganz klassischen Make-up-Tutorial. Ich fand, es wurde mal wieder Zeit und ich hatte einfach riesen Lust auf so einen Glow-Up-Look jetzt für die warmen Tage. Ich finde, das warme Wetter inspiriert einen immer total, die bunten Farben rauszuholen und richtig bronzy und glowy und wunderbar zu sein. Und ich liebe generell ja Frühlings- und Sommer-Make-up. Ist einfach voll mein Ding. Ich habe diesen Look für euch kreiert. Und ich sah am Anfang relativ anders aus als jetzt. Und es macht schon was her. Kann man nicht anders sagen. Also wenn ihr wissen möchtet, wie ich all das hier gemacht habe, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. So, ich habe gerade meine Haare gewaschen, also verzeiht mir den Wet Look. Aber ich lasse meine Haare einfach mal gerne sehr lange trocknen an der Luft, so lange wie es geht. Und dann fange ich erst an, sie zu föhnen, also wenn sie wirklich schon so fast trocken sind. Das finde ich immer so am allerbesten vom Styling her. Und ich habe schon meine Pflege und meine diversen Bräunungsprodukte aufgetragen. Einfach, weil ich möchte, dass das Ganze eine Weile einzieht. Das ist mir relativ wichtig, bevor ich anfange mit dem Make-up. Deswegen nehme ich mir wirklich immer ein bisschen Zeit, damit es einziehen kann. Und ich habe benutzt, natürlich wie immer alles von Drunk Elephant, einmal die Proteini Polypeptide Cream, das ist mein Favorite für den Alltag, also für tagsüber. Dann nochmal für ein bisschen extra Feuchtigkeit das Be Hydra Serum. Dann also meine Lieblings-Debronzy Anti-Pollution Sunshine Drops. Die geben wirklich gut Farbe, man braucht sehr, sehr wenig davon, so ein, zwei Tropfen reichen vollkommen. Man sieht direkt brauner aus, also ich mag das halt auch total gerne, wenn ich kein Make-up trage, dass ich auf jeden Fall immer diese Bräunungstropfen auftrage. Und dann auch den Sonnenschutz von Drunk Elephant, das ist Umbra Tint. Der hat so ein ganz kleines bisschen Farbe, damit es einfach nicht so weiß aussieht im Gesicht. Und auch die beiden zusammen sind halt super, wenn man ein bisschen Farbe möchte. So, wenn das dann alles wirklich gut eingezogen ist, lege ich los mit Primer. Und hier nehme ich natürlich den Hourglass Vanish Airbrush Primer. Ihr wisst, mein absoluter Favorite gerade, der ist einfach unfassbar gut. So sieht er aus, einfach weiß. Und der glättet wirklich die Hautoberfläche super gut. Er verlängert die Haltbarkeit vom Make-up einfach enorm. Und ist ein ganz, ganz toller Primer. Mit dem Make-up einfach sehr viel schöner aussieht auf der Haut, vor allem auf problematische Haut wie meiner, mit Unreinheiten und Pickelmalen und so weiter und sehr viel Textur habe ich besonders auf der Stirn, einfach viele kleine Unterlagerungen und da hilft er einfach ausgezeichnet. Dann ist meine Favorite Kombi mit diesem Primer, wie ihr wisst, die NARS Light Reflecting Foundation. Habe ich euch in meinem letzten Video ganz ausführlich vorgestellt, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, falls ihr das verpasst habt. Ich habe hier die Farbe Fiji Light 5 und diese Foundation ist der Shit. So sieht die Farbe aus. Ich nehme den It Cosmetics No. 7 Heavenly Luxe Pinsel und lasse meine Haut schön aussehen damit. Diese Foundation ist wirklich so ein Weichzeichner in der Flasche. Damit sieht die Haut einfach geil aus. Die hat tatsächlich einfach einen sehr, sehr starken Blurring-Effekt. Mehr als die meisten Foundations und deswegen liebe ich die einfach so. Die verschmilzt ganz einfach und easy mit der Haut. Man kann sie aufbauen zu wirklich voller Deckkraft. Man kann sie auch natürlich auftragen, wenn man keine Hautprobleme hat. Und bei all den Effekten, die sie macht, sieht sie halt irgendwie trotzdem sehr natürlich aus auf der Haut. Also alles, was man sich so wünscht in der Foundation. So, um jetzt noch meine leicht penetranten Unreinheiten abzudecken, nehme ich den NARS Soft Matte Complete Concealer in Nummer 1.5 Macadamia, wie immer. Und gehe da einfach nochmal so stellenweise drüber. Weil die fiesen Teile einfach noch ein bisschen extra Coverage brauchen. Und anstatt, dass ich dann halt hier großflächig noch relativ viel Foundation auftrage, um das abzudecken, mache ich das halt lieber mit Concealer. Da habe ich gerade einen Concealer für mich wieder entdeckt, und zwar der Clean ID von Catrice. Richtig, richtig guter Concealer, wirklich. Also, weiß ich schon lange, aber ich habe ihn, wie gesagt, wieder entdeckt. Die Farbe 025 Warm Peach, super schön ausgleichend durch die Farbe. Und der ist richtig schön cremig und hat eine super Deckkraft. Und verschmilzt trotzdem sehr, sehr schön mit der Haut. Also nicht zu trocken. Das ist echt ein nicer Concealer. Und ja, ich weiß, es passiert mir ständig, dass ich dann immer so phasenweise bestimmte Produkte verwende und andere dann nicht mehr und die dann aber wieder entdecke und mich darüber freue. Der sitzt halt auch wirklich super, super schön unterm Auge. Oh, und ich nehme ihn halt auch als Basis für Lidschatten, also hier auf dem Augenlid, um da alles abzudecken, auszugleichen. Ist schon echt nice. Dann habe ich endlich nach Jahren wirklich mir ein paar von den Nude Sticks Nudies Matte gekauft. Wirklich, ich tänzel schon so lange um die rum und habe immer wieder überlegt, die zu bestellen und zu probieren. Und hab's, ich weiß nicht, was mich immer wieder davon abgehalten hat. Wahrscheinlich, weil ich so viele Produkte in der Art schon habe und dachte, Und ich bin sehr froh, dass ich doch jetzt endlich die probiert habe, weil die wirklich super, super gut sind. Die haben auch diese Stickformen, alle möglichen Farben, Bronzer, Blushes, Highlighter etc. Und das hier ist die Farbe Terracotta Tan. Und den mache ich super gerne als Cream Bronzer. Wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Die Konsistenz ist genau richtig, wie ich sie mag bei cremigen Stickprodukten, sage ich mal. Also wirklich schön cremig zum Ausblenden, aber sie setzen sich relativ matt und leicht pudrig, also dass sie nicht zu sehr, zu glowy sind und zu sehr rumrutschen. Das mag ich nämlich persönlich gar nicht.
Man kann wirklich viel davon auftragen, ohne dass es irgendwie sich nicht ausblenden lässt. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Und ich habe mir natürlich gleich mehrere Farben gekauft. Und die zeige ich euch auch noch. Aber erstmal konturiere ich halt mein Gesicht damit. Auch den Nasenrücken. Also ihr seht wirklich, wie schnell und einfach die sich ausblenden lassen. Zack, zack. Alles soft. Ich gehe damit auch ein kleines bisschen hier übers Augenlid, so mit den Resten quasi vom Pinsel. So, wie gesagt, habe ich noch mehr von diesen Sticks. Und das hier ist die Farbe Sunkissed und das beschreibt es wirklich perfekt, weil man wirklich aussieht, als hätte man einfach Farbe abbekommen, Sonne abbekommen. Und die Farbe trage ich aber ein bisschen mehr hier im hinteren Bereich auf. Weil vorne auf die Wangen hier kommt nochmal eine andere Farbe von den Nudies Matte. Und das ist aber wirklich eine super schöne Farbe für die Wangen, wenn man einfach gebräunt aussehen will. Vor allem auch hier so noch über die Nase. Sieht man aus, als wäre man gerade im Urlaub gewesen. Das ist so eine Farbe, die ich auch sehr, sehr oft einfach alleine als Blush trage. Obwohl es eigentlich eine Bronzerfarbe auch ist. Weil die halt so ein bisschen mehr Rotstich noch mit drin hat. Deswegen ist die halt auch super schön für so einen sehr natürlichen Look im Alltag, finde ich. So, jetzt kommen wir allerdings so langsam zu unserem Farbschema dieses Looks. Der ist nämlich eher so in diese sehr warme, orangige Richtung. Und hier nehme ich Picante von Nude Sticks. Das ist die Farbe, die Lana Davison mit Nude Sticks zusammen kreiert hat. Und das ist wirklich so ein richtiges True Orange. Super schöne Farbe halt für Frühling und Sommer. Also mega. Hat sie wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und die trage ich wirklich jetzt hier auf den Wangen auf. Einfach eine super, super coole Farbe. Ach, hier der gleiche Pinsel. Ihr seht, man braucht eigentlich nur einen Pinsel für alles. Besonders bei Cremeprodukten. So, langsam wird es Zeit für ein bisschen Puder. Und hier nehme ich das Charlotte Tilbury Flawless, Airbrush Flawless Finish Powder, so rum. Das ist die Nummer 1 und die trage ich einmal hier unter den Augen auf. Um da so ein bisschen zu setten und auf den Augenlidern. Da das Puder aber für den Rest meines Gesichts zu hell wäre, nehme ich da was anderes. Und zwar, is anyone surprised? Nein, das L'Oreal Glass Powder. Damit sette ich hier meine T-Zone ein bisschen. Kinn. Um den Mund herum. Und hier unter den Wangenknochen. So, da das hier ja unser Glow-Up für die warmen Tage ist, brauchen wir noch ein bisschen mehr Bronzer, ein bisschen mehr Farbe. Und ich sette also quasi den Cream Bronzer mit dieser wunderschönen Palette von Hourglass. Das ist die Ambient Lighting Volume 3. Und ich nehme einfach super gerne diese beiden Farben hier. Die sind recht dunkel, aber zum Bronzen einfach super, super schön. Und dadurch, dass ich einen sehr leichten, fluffigen Pinsel nehme, der hier ist von MAC, den gibt es so leider nicht mehr, aber ähnliche auf jeden Fall. Verlinke ich euch auch in der Infobox und dadurch kann man den wunderschön als Bronzer nutzen. Und die Hourglass Puder sind ja sowieso sehr, sehr leicht, sehr schön aufbaubar. Nicht zu krass pigmentiert, also die haben sehr dieses Airbrush-Finish und dadurch kann man die wunderschön als Bronzer auftragen. Mit einem etwas kleineren Pinsel gehe ich jetzt nochmal hier in die Bronzerfarben und trage die in die Lidfalte auf, damit sich der Bronzer da auch wieder findet im Augen-Make-up. Einfach so relativ grob, einmal komplett drüber. Über die Lidfalte auch so hier in diesem Bereich von Augenbraue zu dem Nasenübergang sozusagen. Sieht auch immer sehr schön aus und sehr schön definiert dann. So, bevor wir die Augen gleich machen, kommen wir erstmal kurz zu den Augenbrauen. Das ist mittlerweile einfach so easy für mich. Das ist geil. Dadurch, dass meine Augenbrauen wirklich gewachsen sind und buschiger geworden sind und sehr voll auch tatsächlich mittlerweile sind durch ein Serum, was ich verwende. Ich werde euch darüber ausführlich berichten, wenn ich das fertig getestet habe, weil ich immer noch in der Testphase bin, aber es hat sich schon echt was getan. Und ich habe tatsächlich nicht mehr wirklich das Bedürfnis, die groß aufzufüllen. Und es reicht mir, ein getöntes Augenbrauengel zu benutzen. Und ich nehme gerade super gerne hier Legendary Brows von Charlotte Tilbury. Und das hier ist die Farbe Soft Brown. Und ihr seht, mini, mini, mini feine Bürste, mit der man halt einfach sehr präzise arbeiten kann. Und damit gehe ich jetzt einfach hier so drüber. Gerade im hinteren Bereich gehe ich einmal gegen die Wuchsrichtung. Damit der so ein bisschen mehr Farbe ist, weil das ist, sage ich mal, so die Stelle, wo noch am meisten Lücken sind. Und hier vorne, wenn ich es quasi hier unten so ein kleines bisschen mehr auffüllen will, gehe ich da einfach auch so ein bisschen mit der Spitze rein. Mal da sozusagen ein kleines bisschen. Obwohl es es fast nicht braucht. Also, das ist so angenehm. Ich mag ja sowieso eigentlich so definierte Augenbrauen gar nicht mehr. Also ich brauche da nicht irgendwie eine besondere Form drin zu haben. Ich will die einfach nur
füllen, die schön fluffig sind. Weil einfach so aussehen. Und es ist so schön, dass man nur noch ein Augenbrauengel braucht. Ich esse die auch einfach wirklich immer fröhlich weiterwachsen, benutze dieses Serum, zupfe die nicht. Sei denn, es ist wirklich ein Haar irgendwie total out of place, aber das passiert sehr selten. Und ja, finde, das reicht schon. Sozusagen als Basefarbe für die Augen nehme ich einen Paintpot. Paintpot. Von MAC. Contemplative State. Ja, diese Ockerfarbe, die finde ich super, super schön für Frühling und Sommer. Einfach so eine coole Farbe. Und die trage ich tatsächlich aber mehr als Base auf, als schöne warme Base. Die Paintpots sind halt super als Base, weil die wasserfest sind und da alles wirklich bombenfest drauf hält. Und dann blende ich das Ganze ein bisschen aus. Und ich trage den Paintpot auch hier unter dem Auge auf, dass das Auge einmal komplett eingerahmt ist mit der Farbe. Jetzt nehme ich nochmal Pikante und den Blendpinsel. Und nehme ein kleines bisschen was davon auf und blende die Farbe hier so ein bisschen in meine Lidfalte und in den Außenwinkel, damit sich dieses Orange halt eben auch von den Wangen in den Augen wiederfindet. Also jetzt habe ich voll den Klassiker ausgekramt, und zwar von MAC, das Pigment in Melon. Super geile Farbe, ich habe ja mein Make-up aussortiert und da habe ich ein paar Schätze wiedergefunden. Also ich wusste schon, dass die noch da sind, aber wenn man die nicht so immer so präsent sieht, dann vergisst man die gerne mal. Super, super geile Farbe wirklich für Frühling, Sommer. I mean, look at that. Richtig, richtig schön. Ich nehme einfach erstmal so ein bisschen mit meinem Finger auf. Tupfe den jetzt hier in die Mitte. Schon krass. Und dann blende ich den einfach so ein bisschen in alles rein. Das ist so eine schöne Farbe. So, als nächstes nehme ich meinen braunen Kajalstift von Maybelline. Das ist der Tattoo Liner Smoky in Braun. Und damit line ich meine obere Wasserlinie. Einfach um den Wimpern mehr Definition zu geben. Natürlich sehen sie immer so ein bisschen voller aus. Und dann ziehe ich mir einen Eyeliner mit dem Roller Liner von Benefit. Aber dem dunkelbraun. Ich mag den super gerne. Und das mache ich allerdings off camera, weil das immer so ein Pain ist. Ihr wisst Bescheid. So, da ist der Eyeliner. Dann biege ich meine Wimpern mit der Tweezerman Pro Curl. Ganz toll. Und dann tusche ich meine Wimpern natürlich ganz, ganz, ganz viel mit der Maybelline Lash Sensation. So, das wäre natürlich kein Look für die warmen Tage von mir, wenn keine Faux Freckles dabei sind. Und hier nehme ich wie immer von Freck dieses wunderbare Zeug und male mir ein paar Sommersprossen auf. Ist wirklich so die natürlichste Art, finde ich, wie man das machen kann, weil es so eine perfekte Farbe dafür hat. Es ist so leicht rötlich, so rotbraun, wie halt normale Sommersprossen sind. Also seit Jahren wirklich mein absoluter Favorite. Und ich platziere die eigentlich immer so in diesem Bereich hier. Also über die Nase und auf den Wangen. So, wir kommen zu den Lippen. Und hier nehme ich erstmal Subculture von MAC. Einer meiner Favorite Lip Liner, weil der ziemlich genau meiner Lippenfarbe entspricht, aber ein bisschen wärmer ist. Und damit gehe ich einfach einmal um die Kontur. Was ich dann auch immer gerne mache, dass ich einfach nochmal so ein bisschen mit dem Finger die Kontur noch ein bisschen leichter und sanfter und softer mache. Ein bisschen blurred sozusagen. Dann nehmen wir wieder Pikante. die Farbe kann man nämlich tatsächlich auf den Augen, auf den Wangen und auf den Lippen verwenden. Also für alles, was man so möchte. Ich tupfe die Farbe erstmal einfach ein bisschen auf. Also ein bisschen wie so ein Stain eigentlich. Aber da die Farbe natürlich matt ist und ich es auf den Lippen einfach gerne glowy habe, nehme ich hier noch von L'Oreal den Colorie Shine in Nectarine Plum. Auch nochmal ein Bright Orange. Gehe damit nochmal ein bisschen drüber. Für ein bisschen extra Glanz. Geile Kombi. Habe ich mir gut ausgedacht. So, damit ist das Make-up komplett und ich sprühe mich noch einmal ordentlich ein mit dem Professional Setting Spray von Benefit. Das hat so einen feinen Nebel, das ist krass. So, dann mache ich kurz meine Haare und ziehe mir die Jacke an und bin gleich wieder da. Alright, da bin ich wieder mit gemachten Haaren. Und die mache ich immer hier mit dem Beautyworks Welleneisen.
Mermaid-Styler. Ich weiß immer nicht, wie diese Dinge heißen. Ich glaube, aber eigentlich Welleneisen. Der ist, wie gesagt, von Beautybox. Ich verlinke euch den unten in der Infobox. Und ist für mich so der absolute Haarstyle für den Sommer und Frühling. Aber ich trage den das ganze Jahr, aber besonders viel im Sommer und Frühling. Ansonsten hoffe ich wirklich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und ich euch ein bisschen inspirieren konnte mit einem Look für die warmen Tage. Ich freue mich sehr, dass jetzt endlich Frühling ist. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram. Da freue ich mich immer, euch zu sehen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.